natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander, dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein. Multikulti ist tot. Die allermeisten Menschen in Deutschland sind keine Feinde des Islam. Sie sind unsicher in ihrem Urteil, auch ratlos. Sie sind nicht mit dem Koran aufgewachsen, ich persönlich auch nicht. Sie tun sich schwer damit, wenn ich den Gedanken des früheren Bundespräsidenten Wolf unterstütze, als er zum Tag der Deutschen Einheit im Jahre 2010 sagte, und ich zitiere ihn noch einmal, zuallererst brauchen wir aber eine klare Haltung, ein Verständnis von Deutschland, dass Zugehörigkeit nicht auf einen Pass, eine Familiengeschichte oder einen Glauben verengt, sondern breiter angelegt ist. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Zitat Ende.